Ja, hallo meine Lieben, grüße euch ganz herzlich, der Adi von Translated Press. Ich habe vor einer halben Stunde einen Livestream gemacht mit dem Interview von Tucker Carlson und Wladimir Putin. Während dieser Sendung, nach circa 10 Minuten, hat sich Google bzw. YouTube eingeschaltet und hat das Interview unterbrochen. Das Video wurde total gelöscht, es ist nichts mehr da von dem Video. Während der Übertragung, ich bekam zwei Anzeigen, eines, wo mir gesagt wurde, dass ich etwas publiziert habe, das gegen die Community-Gesetze verstößt. Und das zweite war nochmal, dass man mir gesagt hat, dass ich eine Verwarnung bekomme. Wir sind jetzt heute seit dem 8. Februar offiziell in einem Polizeistaat. Die Beweise liegen offen. Man darf jetzt nichts mehr von dem Englischen ins Deutsche übertragen, was Google nicht will und was man in Deutschland nicht hören will. Das ist jetzt bewiesen, das ist jetzt gezeigt. Denn während derselben Zeit, wo ich die Übersetzungen gemacht habe, wurde das Original auf Englisch überall übertragen, ohne ein Problem. Also man hat hier etwas dagegen, dass die deutsche Öffentlichkeit in deutscher Sprache das hört. Oder man hat was direkt gegen unseren Kanal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt die ganze Nacht durcharbeiten für euch und werde dieses Interview übersetzen und dann auf Rumble hochladen. Dann könnt ihr es morgen auf Rumble anschauen, aber auf YouTube geht es nicht mehr. Tut mir leid, meine Lieben. Alles Gute, euer Adi. Ciao, ciao.